So, jetzt fange ich einfach an. Ich nehme mir schon die ganze Zeit vor, einen Podcast zu starten und winde mich darum und keine Ahnung, was es ist, dass ich das immer vor mir herschiebe. Dabei mache ich ständig Videos für Kurse und ich habe gedacht, jetzt mache ich einfach hier, während ich meine Kursvideos mache, zwischendrin, während die Tinte trocknet, einen kleinen Mini-Podcast, den ich jetzt einfach so in die Welt gebe, ohne großes Podcast-System. Quasi Folge 0, einen kleinen Einblick in meine Gedankenwelt. Und da kam mir tatsächlich gestern Abend eine Idee beim Spazierengehen, oder nicht eine Idee, sondern ich habe mich mit dem Thema Ziele beschäftigt und nähere mich dem Thema Ziele immer und winde mich und finde neue Zugänge, pendel immer zwischen zielorientiert sein und prozessorientiert sein, also dieses ganze Thema. Ich habe heute Morgen so gedacht, selbstständig sein, das ist echt die größte Persönlichkeitsentwicklung, die mir passieren konnte, weil ich immer wieder mich neu erfinden muss, neu über Dinge nachdenken muss, schauen muss, was funktioniert nicht. Und da komme ich an dem Thema Ziele einfach auch nicht vorbei. Und hatte neulich eine Erkenntnis. Und zwar ist es so, wenn ich mir ein Ziel setze, dann ist das meistens ein messbares Ziel in Form von einer Zahl. Also entweder in ein bestimmtes Einkommen, was ich erreichen möchte, oder in eine bestimmte Anzahl von Teilnehmerinnen in einem Kurs oder sowas, damit ich einfach das auch nachprüfen kann. Ich bin schon auch so ein Zahlen- und Tabellenmensch und es macht mir Spaß. Und gleichzeitig merke ich aber, dass oft diese Zahlen mich nicht locken, also dass die nicht so einen Drive in mir erwecken, dass ich sage, oh ja, da habe ich echt Bock drauf zu gehen. Und dass das mich auch ein bisschen einschränkt und hemmt. Und dann dachte ich mir, okay, das ist gut, ein Ziel zu haben. Also ich habe mir zum Beispiel jetzt vorgenommen, ich hätte gern in meinem Kreativsalon, das ist so unser virtuelles Atelier, wo es regelmäßig Impulse gibt, wo wir uns treffen, wo wir gemeinsam kreativ sind. Da hätte ich gern 200 Teilnehmerinnen. Das ist so mein Ziel. Momentan sind wir 20, also 10-mal so viel. Das ist für mich ziemlich hoch und irgendwie macht mein Kopf so, schaffe ich nicht. Wie soll das gehen? Keine Ahnung. Und diese Zahl an sich, die reizt mich nicht wirklich, also beziehungsweise weiß ich nicht, wie komme ich denn eigentlich zu diesem Ziel? Und dann habe ich daran gedacht, dass es gut ist, so ein Ziel zu haben, also so eine Richtung zu haben, wie wenn ich mir ein Navi einstelle und ich weiß, ich will dorthin und dann konzentriere ich mich aber auf den Weg. Dann konzentriere ich mich darauf, bin ich in der Freude, macht es mir Spaß, was kann ich den Menschen an Mehrwert bieten, wo können wir richtig Spaß miteinander haben und sowas. Und das Ziel, das ist da zwar hinten, aber mein Fokus ist auf dem Prozess an sich. Und dann dachte ich, ist das nicht eigentlich kontraproduktiv? Verliere ich das Ziel nicht aus dem Augen? Und dann ist mir eingefallen, dass ich total gern ein Spiel spiele. Und zwar, also habe ich jetzt schon lange nicht gespielt, aber wenn wir so auf Camps waren oder beim Gatka-Camp oder sowas, dann gibt es dieses Spiel Catch the Flag und das mag ich total gern. Das heißt, es gibt zwei Mannschaften und jede Mannschaft hat eine Flag, also irgendeinen Gegenstand, den die andere Mannschaft erobern muss. Und Ziel ist es, quasi von der gegnerischen Mannschaft diesen Gegenstand, diese Flag zu erobern. Und die eigene Mannschaft, die muss halt die Flag verteidigen. Und das macht mir richtig Spaß. Also da, was ich Fokus ist, diese Flag von der gegnerischen Mannschaft zu kriegen. Und ich habe mir gedacht, ja, Ziel ist es eigentlich zu gewinnen. Ich will die Flag. Und dann dachte ich mir, es geht aber nicht nur um das Gewinnen, weil wenn ich eine Minute spielen würde und dann schon diese Flag gecatcht hätte, also quasi diesen Gegenstand erobert hätte, dann hätte ich nicht so viel Freude dran. Dann ging es nur darum, diesen Gegenstand zu erobern, sondern ich möchte schon auch in diesen Genuss des Spielens kommen, also dieses
Kämpfens, Neuüberlegens, Strategien entwickeln, meinen eigenen Bereich verteidigen und wirklich so in Bewegung kommen, diese Freude spüren. Und da kann das Spiel schon ein bisschen dauern und ein bisschen schwierig sein. Und dann will ich natürlich trotzdem gewinnen. Ich kann auch verlieren, weil ich merke, es geht mir um die Freude im Spiel. Ich brauche aber trotzdem dieses Endziel. Und das hat mir geholfen, das so auch so ein bisschen auf mein Business zu übertragen und sagen, es geht nicht auf Biegen und Brechen um 200 Teilnehmerinnen im Kreativsalon, sondern es geht um diese Freude, die ich zwischendrin haben kann. Da ist mir noch ein anderes Beispiel eingefallen. Nicht, dass ich schon jemals gepilgert bin, aber ich habe viel über Pilgernde auf dem Jakobsweg gelesen. Und die haben ja quasi auch als Ziel, einmal in Santiago de la Compostela anzukommen und diesen Weg zu gehen, und haben dieses Ziel eingenotet und gehen da. Also wenn es nur um das Ziel ginge, dann könnten die sich auch ins Flugzeug setzen, dahin fliegen, aussteigen und sind da. Aber es geht nicht nur um dieses Ziel, in Santiago de la Compostela zu sein, sondern es geht darum, diesen Weg zu gehen, diese Etappen mitzunehmen, diese Begegnungen zu machen, diese inneren Einsichten vielleicht auch zu haben, diese Learnings, diese Widerstände, durch die sie durchgehen und so weiter. Und ich glaube, so ist das auch mit meinem Business-Ziel, was ich mir quasi gesetzt habe. Das ist so ein Leitstern, den ich da irgendwo in der Ferne habe. Das ist mein Leitstern, da möchte ich gehen hin, das wäre wirklich toll. Und zwischendrin einfach zu gucken, wo ist meine Begeisterung, was sind die Learnings, was sind die Widerstände, wo kann ich wachsen, wo komme ich vielleicht auch mal vom Weg ab und muss dann gucken, ah, hoppla, wo ging es nochmal nach Santiago? Und mich dann wieder einzugrooven, oder wenn meine Motivation flöten geht, dass ich dann halt gucke, ach, wie kann ich mich denn wieder motivieren, weil, ach, das war ja eigentlich mein Ziel. Und das fand ich für mich nochmal so schöne Einsichten, dieses Thema Ziele setzen ein bisschen weniger verbissen zu betrachten, sondern mit einer spielerischen Leichtigkeit, beziehungsweise auch dem Fokus auf den Prozess. Und ich bin ja ein großer Fan von und, also beides. Ich habe ein Ziel und ich lasse mich auf den Prozess ein. Also beides einfach im Auge behalten und nicht einfach nur so mit Scheuklappen auf das Ziel zu, weil das ist bei mir oft sehr verkopft, dann wäre ich verbissen, das merke ich dann auch richtig, wie mir mein Kiefer verspannt und ich so richtig so eng werde. Und ich mag das aber lieber, dass ich wirklich merke, was da einfach unterwegs vonstatten geht, dass ich mir die Fähigkeit erhalte, zu reflektieren, wahrzunehmen. Ja, mein Leitspruch ist so, Erfolg liebt Hingabe, also dass ich da auch wirklich dabei bin und in der Freude bleibe und in dem bleibe, was mir eigentlich wichtig ist, also mich auch an meinen Werten orientiere. Und diese Erkenntnis über Ziele und Prozesse, über das Straucheln, das wollte ich mit dir teilen. Vielleicht kannst du das in deinem Leben auf irgendwas anwenden, was jetzt für dich wichtig ist. Genau. Vielleicht ist es ein bestimmtes Fitnessziel oder sowas. Also ich habe ja so ein Tagesziel von 7500 Schritten. Das mag für den einen nicht viel sein. Ich finde es schon herausfordernd, das jeden Tag zu schaffen. Und es geht mir aber nicht darum, diese 7500 Schritte zu schaffen, sondern was damit inbegriffen ist. Also dieses, dann bin ich in Bewegung, ich bin draußen, ich habe meinen Kopf frei und so weiter. Und ich muss die 7500 Schritte auch nicht in einem Stück machen, sondern ich kann die in mehreren Dosen einfach aufeinander aufbauen lassen. Aber schau mal, ob dich davon was anspricht und du das vielleicht auf deine eigenen Ziele anwenden kannst, wo es gar nicht mehr so sehr um dieses Ziel geht, sondern das Ziel nur die Orientierung ist und du eigentlich Freude am Weg haben kannst.